Hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die mit mir, den Karbin. Wir machen heute mal wieder eine Stadtrundtour, denn wir brauchen immer noch ein bisschen Werkzeug. Wir haben nämlich noch nichts und da wir ja punktemäßig ziemlich an Popis, heißt das, wir müssen unser Zeug finden. Was ein bisschen schwer sein kann. Man kann ja nicht vorher in der Kiste rinkicken und so, ne? Warum halten jetzt noch mal ein Wirbel? Ja. Nicht denken, einfach nehmen. So, also, wir gehen in der Stadt, versuchen ein bisschen rumzustänkern, uns ein paar Punkte zu gönnen. Vielleicht finden wir ja irgendwas Brauchbares. Ruckeli, zuckeli, zuckeli. So, wie sieht's denn eigentlich jetzt hier in dem Haus aus? Rein theoretisch müsste doch eigentlich alle zurückgesetzt sein, weil wir fangen doch von vorne an. Natürlich nicht. Naja, ich sag halt, die verarschen uns. Da wird hier wie in dieser Walking Dead Mod sein, dass irgendwann alles leer ist. Und wir stehen denn da, wie wir da stehen, wenn wir da stehen. Das Schöne ist, da hinten ist die Erde, die brauchen wir nachher für Zement. Und der Dude ist ja, wir haben ja beim letzten Gang rausgefunden, hier hinten irgendwo ist eine Scheune und genau in dieser Scheune ist eben halt auch ein Zementmischer drin. Und das ist sehr gut für uns. Da. Ich glaube, das ist die Scheune. Genau. Das war dieser schöne Laden, wo wir letztes Mal drin waren. Und da müssen wir auch noch mal rein. Denn wir haben zwar nach oben alles abgesucht. Also soweit wie ging. Wir haben aber nicht nach unten geschaut. Unten in den Keller, da ist ja auch noch was gewesen. Ah, Munition, die nehmen wir doch gerne. Und Karbin, habe ich mir gedacht, du hast eine Stunde Trink mit bei. Ne, das läuft ja schon wieder. Hallo, jemand zu Hause? Wir wollen nur mal gucken. Hallo, Schwester, ne? Wie ist denn heute so, das Befinden? Aber sie hätten ja wenigstens mal untenrum so wechseln können, ne? Das ist schon ein bisschen Sprühputz. Sieht so aus, ne? Ist ja ekelhaft. Da frage ich mich gerade, ob wir die Pfeile wieder nehmen sollten. Oh. Diesmal kein. Quick, quick, quick. Naja. Gut, das haben wir wohl letztes Mal. Nee. Sonst hätten wir eher. Ich wollte gerade sagen, aber hier waren wir ja noch nicht drin. So, was ist hier oben? Hallo. Damit hat sich das erledigt. Ich wollte gerade fragen, ist da jemand? Lass hier ruhig Zeit. Da unten klopft auch irgendwas. Oder das schallt bloß. Nee, da unten klopft auch einer. Da. Wir kriegen gleich Besuch. Ups. Das hat nicht so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Daneben. Warum kriegen wir eigentlich pro Folge immer einen in die Schwung? Ja, ich wollte gerade sagen, heute noch. Komm hoch. Komm. Kann doch nie wahr sein. Ja. So, ich hoffe, dass es sich hier ein bisschen lohnen tut hier. Ja, wie ich uns kenne, wahrscheinlich nicht. So,
und es ist zunehmend schwer. So. Hey, eine Toilette. Auf dem Dachboden? Hm. Merkwürdig. So, hallo? Okay, hier ist keiner. Hier ist ein Tresor. Ah, der hat auch 2500, ne? Ja, teilt mir gedacht. Ohne uns. Also erstmal. Es stinkt hier. So, hier hatte ich schon geguckt. Ja. Das kann doch nicht so schwer sein, so ein Footballhelm zu finden. Damals hast du die immer hinterher geschmissen gekriegt, so in der Art, hau ab, hau ab. Und jetzt musst du das suchen, oder was? Und schließlich ist hier eine Stadt in den USA. Also wenn man hier keine Fußballhelme findet, dann weiß ich auch nicht. So, hier ist nichts. Auch kein Versteck oder so. Oder übersehe ich was. Wir könnten eigentlich den Stoff mitnehmen. Erstmal. Moment mal. Wenn, dann sollten wir da wegkloppen, ne? So, aber da ist nichts. Das ist ja jetzt blöd. Ich hätte gedacht, dass da was versteckt ist. Aber manchmal ist ja hier und da wirklich was versteckt. Wir sollten trotzdem mal so jede Ecke so mäßig aufkloppen. Oder ankloppen. So, da ist auch nichts. Jedenfalls war es mal so gewesen. Ich weiß nicht, kann ja sein, dass sie das geändert haben. Das Stein ist mir aber lieber, als den anderen Klumpatsch da wegzukloppen. Ich weiß nicht, ob sie das geändert haben. Ich hoffe mal nicht. Schon wieder nichts. Das ist ja deprimierend. Dafür klaue ich denen jetzt die Stühle. Das haben sie davon. So, was haben wir hier? Hm, Tabletten im Backofen. Ich weiß ja nicht, ob das zu gut ist. Oh, noch ein Franzosen. Hey, ein Kochtopf. Und ich würde so ja sagen, das waren zwei, nicht plus einer. Naja, ja, dann die Vorhänge klauen wir den auch noch. Als Entschädigung. So, ist hier was drin? Nee. Nö. Nö, nö. Da hinten, das lohnt sich bestimmt, wa? Komm, wir gehen mal da hin gucken. Oh, da ist eine Tasche. Natascha, wir kommen. Nicht das Mordsding, aber besser als das, was wir jetzt haben. Tada! Hat sich doch schon wieder gelohnt. Achtung, jetzt kommt ein Pfeil. Warte mal kurz, wir müssen nachladen. Hab dann Schreck gekriegt, wie ich gerade, melodiemäßig.
Tada! Wir haben wieder einen Punkt gekriegt. Jetzt müssen wir schon fast 10. Level 10 wieder fast sein. Ja, seht ihr? Das macht sich. Dann, nee, da gehen wir später. Das ist bloß ein Kino, ne? Ja, das scheint bloß ein Kino zu sein. Papier braucht doch kein Mensch. Jedenfalls jetzt nicht. Oh, da ist das Sägewerk. Und da hat schon wieder eine Schnuppen da oben. Ja, ja, ist auch ziemlich zügig hier. Ich hab dich hier sehen. Ich treff dich aber nicht. Panik. Keine Spur. So, da ist ein Auto. Tütüt. Ja, ja. Bewegen Sie sich langsamer. Sonst treffen wir sie nicht. Na? Porsche, Porsche. Aber das ist, dass sie immer 800 Punkte geben, ne? So, da ist eine Leiche. Mhm. Ja, so sind sie damals immer liegen geblieben, wenn wir sie erschossen haben. Das waren noch Zeiten. So, nischt. So, quasi, das ist das Labyrinth. Hier kommen wir rein. Hallo. Guten Tag. Ich sehe nichts. Da. Nicht getroffen, aber hey. Der Versuch ist es wert gewesen. Alte Taktik, wir warten, bis sie draußen sind. So, jetzt haben wir da nur auch noch... Ach, das ist so. Das sieht ziemlich ungesund aus. So. Und du noch. Und du noch. So. Und die Pfeile hätte ich gerne wieder. Dankeschön. Das ist bloß eine Leihgabe. Moment mal, wo sind die denn? Ich höre doch nur ihn. Nicht, dass der gegen den Bus kloppen tut. Das wäre nämlich ungesund für uns. Hallo. Wir sind doch aber hier. Ist ein bisschen verwirrt. Der ist zu kalt. Den ist die Platte eingefroren. Ding dong. Das hat noch nicht gereicht. Immer noch nicht. Jetzt. So, ich glaube, jetzt können wir erstmal wieder reinschauen. Moment mal, ist hier irgendwas wichtig drin? Ah. Munitionshöhen, naja. Kann man mitnehmen. So, da ist nichts drin, da ist auch nichts. So, da dürfte eigentlich noch nichts. Hey, den hätte ich ja fast übersehen. Gut, dass wir noch einen Stein auf der Tasche haben. Seht ihr? Da ist wieder der Beweis. Oh. Gut. Kicken wir mal das, was sie so rankriegen. Wow.
Für den hat es nicht gereicht, aber fast. Villa, Alter, ich hasse das. Von wo kommt der? Der ist da draußen, ne? Der ist bestimmt draußen. Auf der Seite ist er schon mal nicht. Ich traue die Schose nicht, weißt du? Immer wirklich gegen den Bus, Alter, und wir haben tierische Probleme. Und wir müssen nämlich immer ein bisschen vorsichtig sein und so, ne? Schadet nicht. Was? Wo denn? Oh oh. Da bin ich gleich zusammengezuckt. Ein kleines wenig. Komm, wir sparen die Pfeile. Der ist sportlich. Das hätte aber ihm. Das hätte aber reichen müssen. Ach, da ist er. Den haben wir gehört. Und bei denen immer schön Abstand halten. Wenn die ihn treffen, das tut weh. Da wächst dann kein Gras mehr. Ich wollte gerade sagen, aber war bloß ein Strahl. So, dann schauen wir mal da rein. Da pennt immer noch was. Hä? Was soll denn die Scheiße? Die ist doch gerade erst da gespawnt. Das ist der Nachteil bei 7 Days, also sowas darf nicht passieren. Vielleicht dennoch direkt hinter ihnen, wisst ihr? Ups. Na? Sowas kann nämlich mal ganz, ganz schnell nach hinten losgehen. Womit man das war versteckt. So nicht. Was? Wo? Hier? Schönen guten Tag. Wieder draußen? Oh, Alter. Kommen wir irgendwann mal überhaupt hier mal rein? Und Herr Kabi macht das immer Villa. So, ist hier irgendwas drinne für uns? Der Tisch sieht eigentlich lootbar aus, ist er aber nicht. Mhm. Leider bringt uns der Tresor nicht. So, da ist auch noch was hinter versteckt. Oh, Alter, ich hasse das, wenn der nochmal nachstarren tut. Ja, okay, hier hätte er das ruhig machen können. Klee kann weg, das brauchen wir jetzt nicht und das kann er schon mal umwandeln. So, das war ein bisschen mau bis jetzt. So, hier geht das, okay, da müssen wir aufpassen. Mhm, mhm. Und ich habe gesehen, ups, gut, da ist auch was versteckt.
Erst ja keine Verstecke und dann findest du eins nach dem anderen. Natürlich ist da eine Strinne. Das ist schade. Sagen wir mal so, wir haben nicht das gefunden, was wir vorhin wollten. Aber völlig umsonst war es nicht. Wisst ihr was? Scheiß drauf. So, wir können hier ruf. Wenn wir da ruf kommen. So. So, die Frage ist, ist da oben jetzt ein Geiermeier oder sonst irgendwas? Was für uns nicht angenehm ist? Tjo. Das werden wir gleich rausfinden. Ich kann mir vorstellen, dass da so ein Sack kommt. Alter Falter. Ich wusste, ich wusste, ich wusste, ich wusste. So eine kleine Kacknase. Der Blöde ist, wir sind natürlich runtergefallen. Okay, wir nehmen doch den Bogen. So einen Fehler machst du nämlich bloß eh mal. So, ich glaube, das dürfte für ihn gereicht haben. So, das heißt, wir müssen demnächst, also in der nächsten Folge hier hoch und versuchen, das natürlich so wie möglich zu überstehen. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Ich hoffe, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Ich bringe erstmal das ganze Zeug nach Hause und dann sehen wir uns in der nächsten Folge hier wieder. Also, bis dann, euer Karbin.